Wo werden ahnungslose Fernsehzuschauer noch heute Abend in den Urlaub geschickt? Wo erfahren Sie, wie das Sommerwetter in den Urlaubsmonaten Juli und August wird? Wo treffen sich Anton aus Tirol, Chartstürmer DJ Ötzi, Marianne und Michael, Roland Kaiser, Jantje Smit und Oswald Sattler? Natürlich in Deutschlands ungewöhnlichster Musikshow. Jetzt! Aus der Stadthalle in Rostock, präsentiert von Carmen Nebel. Guten Abend. Vielen Dank. Da freue ich mich über den Empfang. Vielen Dank. Danke sehr. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns. Sie merken, es ist wie in jedem Jahr. Die Feste der Volksmusik, die gönnen sich keine Sommerpause, die machen keinen Urlaub. Umso mehr gönnen wir den Urlaub Ihnen. Und wir möchten Sie sogar in den Urlaub schicken. Und mit ein bisschen Glück kann die Reise vielleicht heute Abend schon beginnen. Und wenn Sie dieses bisschen Glück nicht haben sollten, dann wollen wir Sie wenigstens in Urlaubsstimmung versetzen. Und das machen wir mit einer Show voller Überraschungen und mit dem Winterhit, der zum Sommerhit geworden ist. Denn seit 21 Wochen schon belegt er die Spitzenplätze in den internationalen Hitparaden. Und dieses Lied, das kann inzwischen wirklich jeder mitsingen. Naja, fast jeder. Anton! Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Anton von Tirol. Meine Gigaschanken war das an der Wahnsinn für den Mal. Bei Figur, a Wunder, da, da, du. Und bringen ungestresst bei Carmen Sommerfest. Wir alle sind gut drauf und fit und so manch flotter Sommerhit wird hier heute präsentiert. Und was sonst noch so passiert, da dürft ihr schon gespannt drauf sein. Sommerstrand und Sonnenschein kann schon etwas Schönes sein. Von Tiefeld in die Ferne schauen ist anderer Leute Sommertraum. Für uns jedoch ist höchstes Glück, klar, das Sommerfest der Volksmusik.
Show läuft weiter Jahr für Jahr. Wenn uns auch mal der Sommer bleibt, weil er die Sonne uns versagt. Ist das gar kein Missgeschick, denn uns bleibt ja noch zum Glück das Sommerfest der Volksmusik. Es ist so schön, es ist so toll, man hört von Rostock bis Tirol. Dieses Lied, das alle singen, soll euch jetzt die Stimmung bringen, ungestresst bei Carmen Sommerfest. Wir alle sind gut drauf und fit und so manch flotter Sommerhit wird hier heute präsentiert. Und was sonst noch so passiert, da dürft ihr schon gespannt drauf sein. Schein auf meinen Waren und den Anton aus Tirol. Wenn Sie die Urlaubsstimmung jetzt hier in der Stadthalle in Rostock ein bisschen angesteckt hat, meine Damen und Herren, und Sie jetzt Lust auf ein paar Urlaubstage bekommen haben, dann könnte vielleicht aus diesem Traum vom Urlaub ein Traumurlaub werden. Schauen Sie mal. Ihre Reise mit einem AW-Kreuzfahrtschiff beginnt in einem Flug nach Amsterdam. Dort gehen Sie dann an Bord und wohnen in einer Luxuskabine mit allem Komfort. Sie erleben Traumstädte. Stockholm, Helsinki, Petersburg. Das hört sich doch toll an, oder? Da kriegt man doch wirklich Lust zum Verreisen. Beim Winterfest, da hatten die Zuschauer bei uns in der Halle das Glück, eine Reise zu gewinnen. Diesmal sind Sie, liebe Zuschauer, zu Hause dran. Ja? Sie müssen nur eins schaffen. Sie müssen in den nächsten, na sagen wir mal, 1,5 Stunden hierher zu uns kommen. Wir sind in der Stadthalle in Rostock. Denn hier genau vor dieser Halle beginnt die Reise und sie beginnt auch schon heute Abend. Das heißt also, Sie müssen schon mit dem gepackten Koffer zu uns kommen. Also, wenn Sie urlaubsreif sind, dann packen Sie jetzt ganz schnell alles zusammen, was Sie brauchen. Suchen Sie Ihre 7 Sachen, suchen Sie vor allen Dingen Ihren Reisepass, schauen Sie noch mal nach, ob der noch gültig ist. Und dann kommen Sie am allerbesten gleich zu zweit hierher zu uns. Und wenn Sie so auf die Schnelle keinen finden, der mit Ihnen in Urlaub fahren will, ach, vielleicht finden wir in Rostock noch jemanden. Hm? Und wenn Sie der oder die Einzige sind, die rechtzeitig hier bei uns erscheinen, dann haben Sie ja sowieso gewonnen. Und sollten mehrere den Mut haben, so spontan in Urlaub zu fahren, dann entscheidet das Los. Und da haben wir eine ganz tolle Glücksfee. Die haben wir aus der Schweiz eingeladen und sie ist gekommen. Hier ist Francine Jordi. Ich bin unschuldig, glücklich. Oh,
manchmal einen Grund. Und wenn einmal der Himmel weint, machst du ihn einfach kunterbunt. Den einen Frieden, den ich so einfach brauch, was ich mir denn noch wünschen mag. Dann würde ich zu dir sagen, dass ich schon alles hab. Ich bin wunschlos glücklich. Vielleicht macht ja Frau Senior, die gerade Sie, heute Abend am Schluss unserer Sendung wunschlos glücklich. Wenn Sie allerdings nicht zu uns kommen können, dann können Sie jetzt ganz entspannt, ganz in Ruhe und auch ohne jede Urlaubsvorbereitung Roland Kaiser genießen. Er singt ganz alleine nur für Sie: Ich hab dich tausendmal geliebt. Wenn wir uns sehen, ist er bei dir. Er ist der, der ich selber gerne wäre. Was hat er, was ich nicht habe, dass du ihn so liebst und alles ihm gibst? Dein Mund küsst liebevoll dein Haar. Ich fühl, was er spürt, du bist ihm so nah. Streichelst täglich seine Hände, Eifersucht erwacht in jeder Nacht. Ich hab dich tausendmal geliebt, hab mit dir die Leidenschaft erfunden und mich in deinen Schoß geliebt, an deine Haut geschmiegt, bis jede Sehnsucht schrieb. Ich hab dich tausendmal geliebt, hab nie so vielen Tiefen gefunden, auch wenn es nur im Traum geschieht. Wenn ich dich sehe, will ich viel mehr. Doch so tun, als wär nichts, fällt so höllisch schwer. Du weißt nichts von meinen Träumen, was du mit mir machst in jeder Nacht. Ich hab dich tausendmal geliebt, hab mit dir die Leidenschaft erfunden und mich in deinen Schoß geliebt, an deine Haut geschmiegt, bis jede Sehnsucht schrieb. Ich hab dich tausendmal geliebt, nie so vielen Tiefen gefunden, auch wenn es nur im Traum geschieht. Ich hab dich tausendmal geliebt.
meine Damen und Herren, muss ich mich mal bedanken. Und zwar bei Ihnen hier in der Stadthalle in Rostock. Ich hab's genau gesehen. Niemand von Ihnen ist aufgestanden und niemand ist nach Hause gefahren zum Kofferpacken. Das finde ich toll. Die Versuchung ist ja schon groß, ne? Ja. Aber ich verspreche Ihnen deshalb eins. Sie werden heute Abend hier bei uns in der Sendung auch noch die Möglichkeit haben, eine Reise zu gewinnen. Das ist doch was, ne? So. Und Sie werden weiterhin einen Star nach dem anderen hier bei uns in der Show erleben. Ganz nah. Eben war es noch Roland Kaiser und jetzt sind es Oswald Sattler und Jantje Smit im Duett. Hallo, mein Kleiner, mit dir war die Zeit immer schön. In deiner Heimat, erzähl mir, wie sieht es dort aus? Bestimmt ist es anders, als du es so kennst von zu Hause. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Das tu ich so gerne, ich freu mich so sehr. Hallo, mein Freund, du, ich träume auch manchmal vom Mond. Hallo, mein Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. Als wär ich nur heute schon so groß wie der Erwachsene sieht. Und ich möchte manchmal so staunen, als wär ich ein Kind. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Das tu ich so gerne, ich freu mich so sehr. Bitte versprich mir, du lässt mich nicht lange allein. Aber mein Kleiner, wie könnt ich denn so herzlos sein? Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Dass du dich so gerne, ich freu mich so sehr. Dass du dich so gerne, ich freu mich so sehr. Möchte Jantje Smit die Berge zeigen. Ich möchte Ihnen jetzt auch die Berge zeigen. Schauen Sie mal. Sie fahren mit der Bahn nach Österreich, ins wunderschöne Sölden. Dort werden Sie im Hotel Regina verwöhnt und Sie entscheiden selber, wann Sie reisen. Im Sommer oder im Winter. So, das ist nämlich die Reise, die Sie jetzt, meine Damen und Herren, hier in unserem Publikumsspiel gewinnen können. Sie müssen dazu eine Frage beantworten. Wir möchten von Ihnen wissen, wie lang ist der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Ja, Sie haben richtig gehört, aber nicht etwa eine Zeit oder so, sondern in Metern. Jetzt werden Sie fragen, wieso in Metern? Es ist ja ein Marsch und wir werden den jetzt gleich von Marianne und Michael nicht nur hören, sondern Sie werden ihn für uns auch tanzen. Und ich möchte von Ihnen wissen, was glauben Sie, wie viele Meter werden Sie hier auf unserer Bühne tanzend zurücklegen? Das ist die Frage. Das können Sie natürlich nicht wissen. Sowas können Sie nur schätzen oder raten. Jetzt müssen Sie alle mal Ihre Eintrittskarten rauskramen.
Wir haben sie ja sicherlich nicht irgendwo verbuddelt, wo sie sie nicht finden. Etwas zu schreiben wäre auch ganz schön, weil Sie uns dieses Ergebnis bitte schön auf Ihre Eintrittskarten schreiben sollen. So, also nochmal. Wie viele Meter misst der getanzte Zillertaler Hochzeitsmarsch von Marianne und Michael? So, Sie kriegen von mir jetzt 5 Sekunden Zeit. In diesen 5 Sekunden sollten Sie auf Ihre Eintrittskarte die Zahl der von Ihnen geschätzten Meter aufschreiben. Alles klar? So, dann gilt's ab jetzt. So schnell sind 5 Sekunden um, aber 5 Sekunden können jetzt auch gleich das große Glück bringen. Wir lassen uns mal überraschen. So, jetzt müssen Sie nur noch Ihre Nachbarn kontrollieren, dass da nicht mehr gemogelt wird, dass da niemand mehr was anderes draufschreibt, dass man nicht korrigiert. Ne? Passen Sie ruhig ein bisschen auf, ne? Es geht ja schließlich um was. So, jetzt werden wir es gleich erfahren, wie lang ist der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Marianne und Michael, die stehen schon in den Startlöchern und ich sage, auf die Plätze, fertig und los. Ja, wenn ich einmal Hochzeit mach, dann immer nur mit dir. Sag ich ja, dann ist mir klar, ich sag es nur zu dir. Wenn die Malerin da drauf, dann immer ist von dir. Dass sie die nimmer mehr verliert. Ja, wenn die mal mein Herz verschickt, dann immer nur an die. Für ein ganzes Leben, denn so verliebt war ich noch nie. Wenn ich einmal Hochzeit hab, dann immer nur mit dir. Dass sie die nimmer mehr verliert. Alter Herd ist goldes Wert. Das ist die verkehrt. Erstmal toll, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön. Das sieht man mal, wie schwer wir Volksmusikanten unser Geld verdienen. Wir werden heute auch Kilometergeld bezahlt worden.
Ja, was glaubt ihr selber? Wie lang war dieser Zillertaler Hochzeitsmarsch? Also heute viel zu lang. Ja. Ja, das war eine klare Aussage, aber die ist uns natürlich viel zu subjektiv. Wir wollen das jetzt schon ein bisschen genauer wissen. Also, jetzt könnten Sie ja fragen, woher wollen wir denn so genau wissen, wie lang der ist? Wir haben ja den Michael ein bisschen präpariert. Der hat einen Kilometerzähler am Schuh. Ja, ja, ja. Ja. Und der zeigt uns jetzt auch ein Ergebnis, das sagen wir Ihnen aber noch nicht. Ui, da waren wir aber fleißig. Oh, ja. Da war der aber gut. Wow. Ja. Na, gut. Nicht schlecht. Ja. Na, nicht schlecht. Jetzt wollen wir ja den Zuschauer ermitteln, der am dichtesten an diesem Ergebnis dran ist oder der es sogar richtig getroffen hat. Das wäre natürlich ganz toll. Ja, und dazu müssten Sie jetzt mal bitte alle für uns aufstehen. Alle. Aufstand der Volksmusik. So, alle Gäste in der Stadthalle in Rostock sind aufgestanden. Jetzt müssten Sie folgendes machen. Also erstmal, wer nicht mitgespielt hat und wer nicht verreisen möchte, der kann sich bitte jetzt wieder hinsetzen. So. Na gut, da wird es schon ein bisschen übersichtlicher. So, folgende Frage. Wer von Ihnen hat geschätzt, dass die beiden über 1000 Meter zurücklegen? Die setzen sich bitte auch hin. Das ist nämlich falsch. 1000 Meter und drüber, bitte wieder setzen. So, wer von Ihnen hat gesagt, also, Sie sind über 300 Meter gelaufen oder unter 200? Die setzen sich bitte auch wieder hin. Über 300 Meter ist falsch, da haben Sie Ihnen auch zu viel zugetraut. Unter 200, da haben Sie sie auch unterschätzt. Ja. Ne? So, da wird es doch schon wieder ein bisschen übersichtlicher. So. Wenn Sie jetzt, kann ich noch mal sehen? Ja, natürlich. Ist jetzt spannend. Aha, ja. Gut, okay. Also, wenn Sie jetzt gesagt haben, unter 280 Meter, dann dürfen Sie sich auch wieder hinsetzen. Dann bleibt jetzt also übrig zwischen 280 und 300 Metern. Richtig? Wer das getippt hat, wer jetzt noch steht und das getippt hat, zwischen 280 und 300 Metern, der nimmt bitte seine Eintrittskarten fest in die Hand und kommt zu uns runter auf die Bühne. Lassen Sie sich Zeit, es passiert noch ein bisschen was hier, aber Sie sollten jetzt zu uns kommen. Eintrittskarte nicht vergessen. Ich kriege jetzt den Kilometerzähler, so, wird noch ein bisschen spannend und wir lassen uns jetzt noch ein bisschen auf den Urlaub in den Bergen Gerne. Einstimmen von Marianne, von Michael mit ihren wunderschönen Liedern der Berge. Dankeschön. Ich frag mich jeden Tag, warum ich mich plag. Ich möchte doch einfach nur ein bisschen leben. Egal wohin ich schau, sie ist alles trüb und grau. Die Leute von heute verstehen nicht mehr zu leben. Und wenn ich dran denk, wie's früher einmal war, da nahm mich mein Vater an der Hand. Da hat man noch mehr Zeit gehabt für sich und seine Freund. Dann sind wir in die Berge miteinander. Komm in die Berge, komm einfach mit. Zieh deine Bergschuhe an und dann geht's Schritt für Schritt. Komm in die Berge, so heißt das Ziel. Pack deinen Rucksack zusammen und hol dir das Gefühl. Komm in die Berge. Komm, sei nicht dumm. Du magst gern leben, doch du willst nichts dafür tun. Komm in die Berge, egal wohin. In dieser Freiheit wirst du erst dein Leben spüren. Komm in die Berge, komm einfach mit. Zieh deine Bergschuhe an und dann geht's Schritt für Schritt. Komm in die Berge. Egal wohin, in dieser Freiheit wirst du erst dein Leben spüren. Hey, yo, hey, yo. Hey, yo, hey, yo. Schau, wie zum Neid drunter lacht. So ein Dorf ist für uns, wir macht dir steil. Zur Hüften auf.
jeder hat was ihr noch dabei. Wochenende lang haben wir frei verzahn. Denn jetzt geht's auch die Luft so frisch und gut, geht direkt ins Blut, ja dann rum. Da fließt die frei, da wirst du müde und schwer, fühlst die wie Abwehr, hast da Kraft zum Frühling sein. Hey yo, hey yo, auf der Hütte geht's rund ein Kampf. Hey yo, hey yo, Freunde, heute da Gauli gemacht. Hey yo, hey yo, trink mal auf die Gemütlichkeit. Ja, so ein Zauberbier macht unseren Kreis. Wir fliegen um die Welt, New York und nach Paris, und schauen für sehr viel Geld, wo es schöner ist. Mallorca und Athen, ja überall ist schön, doch merkst du irgendwann, am schönsten ist daheim. Ich mach mein Germany, mein schönes Germany, da wo die Gegend steht, Deutschland ist so schön. Okay, ich mach mein Germany, mein schönes Germany, da wo ich geh und steh, Deutschland ist so schön. Okay. Danke sehr. Komm her. Danke. Danke. Marianne und Michael. Vielen Dank. Ja, ich kann nur sagen, mit diesen Liedern habt ihr das gemacht, was wir eigentlich wollten, uns noch ein bisschen mehr Lust auf den Urlaub in den Bergen ja, zu bereiten. Ja, beispielsweise. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Reaktion. Wir auch. Wir auch. Oh, ja. Wer gewinnt die Reise in die Alpen? Und jetzt kommen alle Zuschauer. So. Nur zu uns her. Oh, das ist ja die halbe Halle. Die halbe Halle, ja. Gut gefällt. Haben wir Glück, dass wir nicht in Halle sind, sonst wäre es die ganze Halle. Die halbe Halle. Bravo. Gut geschätzt. So, das ist unser Beweisstück hier, unser Kilometerzähler. Michael, verrat unserem Publikum bitte die Lösung. Wie lang war der Zillertaler Hochzeitsmarsch in Metern? Das sieht man jetzt ganz genau. Ja. Sieht man es? Muss ich ein bisschen heller halten? Jetzt sieht man es. Das obere ist die Uhrzeit, das zählt nicht. Das untere ist in Kilometer, 0,29 Kilometer, ist gleich nach Adam Riese 290 Meter. Sehen Sie mal, was wir geleistet haben. Yeah. Danke. Ja. So. Jetzt müssen wir also aus diesen vielen Eintrittskarten, die wir schon gesammelt haben, wenn es geht, die richtigen Lösungen. Jetzt sind da natürlich auch mit 300, 280. Ja, es wäre natürlich schön, wir hätten jetzt alle die 200. 290 hat niemand? Nein. Noch niemand? 280. 190 ist ja schon mal falsch hier. 300. Niemand. Also 300. Die Leute leben alle auf großem Fuß. So. Ja. 300. Das haben wir jetzt alle. Dann nehmen wir alle Karten zusammen. Danke. So. Marianne, jetzt hast du. Soll ich ziehen? Ja, genau. Also du ziehst, dann misch ich. So. Misch du? Nee, du. Ich misch. Ich hab die größere Bratzen. Genau. Nee, ich spiel Schafkopf. So, also, es geht ein bisschen schnell. Aber nicht so lange. Wie lange haben wir Zeit? Nicht so lange. Ja, es wird ja meistens eh überzogen. Okay, nur ein bisschen. Gut. So, gib's mir. So, bayerisches Roulette. Eine. Gut, schwuppdiwupp. Das ist die glückliche Gewinnerin, die Irmgard Hohmann. Ja, super, wo ist die Frau Hohmann? Wo ist die Frau Hohmann? Da ist sie. Ist ja super. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, toll. Und das ist Ihr Reisegutschein, Frau Hohmann. Ab geht's in den Süden.
Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich doch gelohnt heute, oder? Klasse. Bei Ihnen bedanken wir uns natürlich fürs Mitmachen. Es war eine schöne Kulisse, dass so viele Leute richtig... Bleiben Sie ruhig noch den Moment stehen. So, also Ihre Reise geht in den Süden. Ja, und wir bleiben jetzt ein bisschen in dem Norden. Wir sind ja im Norden und unsere nächsten Gäste sind aus dem Norden. Da freuen wir uns. Das sind zwei Talente, die haben Marianne und Michael entdeckt und sie sind ganz begeistert von Barbara und Jan. Mir der Himmel geschenkt, ohne dich will ich niemals mehr sein. Schau her, ich küss dir die Tränen von deinem Gesicht. Glaub doch, mir geht's nur um dich. Von Herzen, ganz ehrlich, du bist mir unentbehrlich, denn du bringst in mein Leben die Wärme und das Licht. Ich lieb dich und alles andere gibt sich, denn glaub mir, Herzen lügen nicht. Manchmal geht halt was schief, dann sinkt unsere Stimmung tief, doch da müssen wir durch, ich und du. Denn es kann, siehst du heute, jeder Tag ein Sonntag sein und die Sonne scheint auch nicht immer zu. Wenn wir uns wirklich verstehen, dann gehen wir zwei an allen Klippen vorbei. Von Herzen, ganz ehrlich, du bist mir unentbehrlich, denn du bringst in mein Leben die Wärme und das Licht. Ich lieb dich und alles andere gibt sich, denn glaub mir, Herzen lügen nicht. Vielleicht hab ich dir zu selten gesagt, dass ich dich liebe und brauche und mag. Von Herzen, ganz ehrlich, du bist mir unentbehrlich, denn du bringst in mein Leben die Wärme und das Licht. Von Herzen, ich lieb dich und alles andere gibt sich, denn glaub mir, Herzen lügen nicht. Denn glaub mir, Herzen lügen Barbara und Jan, Volksmusikexperten, sagen den beiden eine gute Zukunft voraus. Ja, und was die Meteorologen uns für die Sommermonate Juli und August voraussagen, das erfahren wir jetzt in einem getanzten Wetterbericht vom Deutschen Fernsehballett des MDR. Es ist viel zu heiß. Es ist viel zu heiß. Es ist viel zu heiß. Thank you.
Na, wurde Ihnen das Wetter schon mal so attraktiv vorhergesagt? Ganz sicher nicht, ne? Aber das Beste ist, das Wetter, es wird ganz genau so. Oder ganz anders. Aber die Meteorologen, die haben uns wirklich übereinstimmend prognostiziert, in den Monaten Juli und August wird es nochmal so richtig heiß. Und im September, da wird es dann richtig spannend, vor allem für eine Sängerin aus Sachsen. Sie wird nämlich gemeinsam mit drei anderen Interpreten Deutschland beim Grand Prix der Volksmusik vertreten. Die deutsche Vorentscheidung, die hat sie schon mal mit über einem Viertel aller abgegebenen TED-Stimmen und damit mit einem großen Vorsprung gewonnen. Sie hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Schauen Sie mal, wir zeigen Ihnen mal ein paar Bilder. Also in den letzten Monaten, da war die Veränderung ganz besonders groß, also wenn man so über Kleidung und Frisur so nachdenkt. Und das Beste ist, wir fragen Sie einfach selber mal, warum. Hier ist Astrid Harzbecker. Hallo Astrid, grüß dich. Ganz kalte Hände. Hallo, du hast Carmen. Das wohl zu wörtlich genommen, dass es ab und zu auch mal ein bisschen regnet, ne? Ja. Astrid, du hast gehört, was ich gesagt habe. In den letzten Jahren und vor allen Dingen in den letzten Monaten ist uns aufgefallen, du hast immer so ein bisschen rumexperimentiert, hast dich gerne verändert. Jetzt ist es so augenfällig, dass man sagt, völlig neue Kleidung, ganz neue Frisur. Ja. Alle wollen wissen, woran liegt's? Also ich denke, anhand der verschiedenen Frisuren auch erkennt man eine gewisse Entwicklung. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr froh, dass ich ein neues Outfit und auch eine neue Frisur gefunden habe, die, ich glaube, im Trend der Zeit liegt. Ja, und sie passt zu ihr. Stimmt, gefällt uns. Ich glaube, wie du sagst, im Trend der Zeit liegt auch dein Siegertitel. Und singst du den jetzt für uns? Sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, damit soll noch mein ganz herzliches Dankeschön ans Publikum und an alle Zuschauer gehen, die mich auf diesen Platz gewählt haben. Vielen Dank nochmal. Astrid Harzbecker, meine Damen und Herren. Fröhliche Lieder der Kinderzeit, verzauberte Klänge voller Seligkeit, das waren die ersten Takte meiner Sinfonie. Mit Paukenschlägen aus Träumen erweckt, von ganz neuen Tönen aufgeschreckt, im Rhythmus der Jugend ein bisschen verwirrt und manchmal im Takt geirrt. Wie eine schöne Sinfonie ist meine Lebensmelodie, eine große Partitur in Moll und Dur. Und wenn es immer einen gibt, der mit mir singt und der mich liebt, dann kann ich glücklich sein mit meiner Sinfonie. Die große Liebe kam über Nacht, hat mir einen Himmel voller Geigen gebracht, berauschende Klänge voll Temperament und Gefühl. Und dann schrieb das Schicksal ein neues Lied, das mit fröhlichen Tönen meine Seele durchzieht, mit Kinderstimmen voll Harmonie in meiner Sinfonie. Wie eine schöne Sinfonie meine Lebensmelodie, eine große Partitur in Moll und Dur. Und wenn es immer einen gibt, der mit mir singt und der mich liebt, dann kann ich glücklich sein mit meiner Dann kann ich glücklich sein.
Becker. Ja, meine Damen und Herren, Astrid hat sich verändert und er will sich verändern. Florian Silbereisen. Ja, hallo. Hallo. Florian, herzlich willkommen bei uns. Ja, vor hallo. Einem Jahr warst du auch bei uns in der Sendung. Genau. Und da hattest du die Mama mitgebracht. Hm? Und die hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass die Haare abgeschnitten werden, weißt du? Ja, kann ich mir noch gut erinnern. Sie wollte unbedingt eine Kurzhaarfrisur für dich. Aha, ja. Mhm. Und wir haben dir damals auch ziemlich viele Frisurenvorschläge gemacht. Wir haben uns so eine Mühe gegeben. Wir zeigen die nochmal. Ja. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich. Das fanden wir so verwegen, Florian nicht. Ja, Sorry, auch nicht schlecht. Rot, das ist ja ganz... auch nicht. Aber Reikart. Ja, aber die letzte fand ich auch sehr schön. Das hätte mir auch für dich gefallen. Die ist hervorragend. Unsere Vorschläge stießen damals aus mir bislang nicht erklärten Gründen nicht so sehr auf Gegenliebe seinerseits. Und deshalb sind die Haare lang. Genau. Bis heute. Immer noch. Aber heute soll sich das alles ändern, stimmt's? Jawohl. Heute werden sie abgeschnitten. Heute schneiden wir es ab. Heute schneiden wir es ab. Alles klar. Ist das schön, jetzt haben wir es gesagt, jetzt kann er es nicht mehr ändern. So, demzufolge steht fest, dass wir ihn jetzt zum allerletzten Mal hier auf der Bühne mit langen Haaren sehen. Florian okay, Silbereisen. Das ist so, was ich denk, das finden manche schlecht. Dass ich mach, was ich muss, ist auch nicht jedem recht. Aber ich find's gut, echt gut, wenn alles tut. Ja, ich find's gut, echt gut, wenn alles tut. Dass ich geh, wann ich mag, das kommt nicht immer an. Dass ich tue, was ich sag, bringt Ärger dann und wann. Aber ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Ja, ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Es ist gut, es ist stark und okay, geradeaus, dann muss das gehen. Es ist gut, es ist cool, wissen wir eh, nichts ist so steil wie es lebt. Dass ich lach, laut und früh, das finden's oft verkehrt. Dass ich weiß, was ich will, hat auch schon manchen gestört. Aber ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Ja, ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Dass ich sag, was mich freut, das finden gleich oft dumm. Dass ich's mag, unsere Zeit haben Pessimisten um. Aber ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Ja, ich find's gut, echt gut, wenn man es tut. Es ist gut, es ist stark und okay, geradeaus, dann muss das gehen. Es ist gut, es ist cool, wissen wir eh, nichts ist so steil wie's Leben. Es ist gut, es ist stark und okay, geradeaus, dann muss das gehen. Es ist gut, es ist cool, wissen wir eh, nichts ist so steil wie's Leben. Nichts ist so steil wie's Leben. Dankeschön. Jetzt hat er noch mal so richtig die blonde Mähne schwingen lassen. Haben Sie es gesehen? Aber du hast dir deine Entscheidung gut überlegt, ne? Jawohl, jetzt waren sie seit 15 Jahren, glaube ich, immer lang. Und heute machen wir sie mal weg. Jetzt machen wir sie weg. Jetzt und wir alle sind dabei. Darf ich um eine Schere bitten? Alles klar. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt das Werkzeug. Und das ist eine ganz scharfe. Ja. Wertvolle Friseurschere. Mhm. Ach so, Moment, du ich bin Rechtshänder. Klar. Soll ich ganz oben ansetzen? So, gucken Sie mal hier so. Mein Gott. Ja, lieber nicht. Ey, das mache ich natürlich nicht selber, um Gottes Willen. Die Verantwortung möchte ich gar nicht übernehmen. Und ich möchte es dir ehrlich gesagt auch nicht antun. Wir haben dafür einen Profi eingeladen heute Abend in unsere Sendung. Und zwar nicht irgendeinen. Nicht, das ist ein Mann, der hat schon Claudia Schiffer und Cindy Crawford gestylt. Ja. Ja.
Da wird er das wohl mit dir schaffen. Bestimmt. Und er ist der Erfinder der wilden Haarkreation ihrer Durchlauchtfürstin Gloria von Turn und Taxis. Guten Abend, Gerhard Meyer. Ja, hallo, grüße dich. Herr Meyer, darf ich Ihnen Ihre Schere zurückgeben? Ja. So, was sagen Sie zu der Frisur? Eine prächtige lange Mähne. Ja, auf jeden Fall, aber er hat sich jetzt entschieden. Er möchte sie nicht mehr. Also, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ich muss sagen, es gehört ein bisschen runter, sagt man in Bayern. Alles klar. Okay, packen wir so. Gehen wir so an. Wie viel Zentimeter, Herr Meyer, dass wir uns mal so. Ich hätte ja hier oben jetzt fast angesetzt. Zwei wie viel Zentimeter? Zwei Zentimeter. Das ist doch feige, zwei Zentimeter. Nee, wie viel? Da komme ich extra aus München her. Nee, wegen 2 Zentimeter. Ja, was denken Sie, ungefähr wie viele Zentimeter müssen ja, sein? Ich würde schon so ein bisschen ja, zwischen 8 und 12. Jawohl. 14, ui, ui, ui. 16. Also ich schätze mal, laut Meterbasis ungefähr sind 25. Aha. Ja, also, okay. Ja, es bleibt aber keiner, der keinen Krug hat. Es bleibt noch was drauf, ne? Absolut. Florian, okay. Einverstanden? Ja, gut, legen wir los einfach. Er freut sich, ja. Also würde ich sagen, Schicksal, nimm deinen Lauf, ne? Ja. Okay. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ei. So, jetzt gehen wir mal gucken. Ich nehme Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Wir haben ja so einen wunderschönen Frisiersalon. Extra eingerichtet für die beiden Herren. So, Florian, nimm bitte Platz. Jetzt geht's los, gell? Ist es hier nicht gemütlich? Haben wir uns eine Mühe gegeben. Toll. Unglaublich. Du und wo siehst, ist der du Spiegel? Hast. Nee, du hast keinen Spiegel. Heute gibt es keinen Spiegel. Achso? Du bist beim Vollprofi. Nee, also du musst ja schon ein bisschen vertrauen, ne? Oh mein. Und vor allen Dingen Leute, die immer in den Spiegel gucken, die meckern so viel rum. Stimmt's, Herr Meyer? Ja, also, wollen wir nicht. Kamil, willst du eigentlich den ersten Schnitt? Ich, den ersten Schnitt? Das traue ich dir zu. Die Haare alle aufheben, gell? Die versteigere zu Hause. Bitte. Ich halte. Wo muss ich schneiden? Genau zeigen. Genau so. Über Ihrem Finger, genau. Nicht unten. Ja, jetzt. Mein Gott. Rein. So? Einmal zack. Oh, die Schau. Ja, jetzt ist. Jetzt ist es passiert. Ich hab guck mal, ich habe schon ein Stückchen abgeschnitten. Ja, mein Gott. Mein Gott. Das ist ja, nee, ja, also Florian, eigentlich bin ich ja. Jetzt sage ich das mal, machen wir das mal, dass die sehen, was wir eigentlich hinten arbeiten dann. Ja. Oh, unglaublich. Uiui. Jetzt fallen hier die Locken. Jetzt will ich aber spitzer. Also ich würde sagen, er kann es schon kaum noch bremsen. Ich lasse sie jetzt hier alleine. Wir werden immer mal kommen, das Ganze begutachten. Ich freue mich. Und euch beobachten. Oh, ein Handy, meine Damen und Herren, brauchen Sie jetzt nicht wirklich zwingend, aber ein Telefon wäre schon ganz schön, denn jetzt können Sie unsere dritte Traumreise gewinnen, nämlich Sie zu Hause. Eine Flusskreuzfahrt von Passau nach Würzburg können Sie gewinnen. Von der schönen blauen Donau über den Main-Donau-Kanal zum Main kommen Sie an solch herrlichen Städten wie Regensburg, Nürnberg oder Bamberg vorbei. Auf der MS Der kleine Prinz werden Sie sich an den 6 Reisetagen wie zu Hause fühlen. Ist das nicht schön? So. Jetzt fragen Sie sicherlich, wie können Sie diese Reise gewinnen? Das ist ganz einfach. Sie müssen mir jetzt eine Frage beantworten, und zwar per Telefon. Und zwar ganz schnell. Ich möchte, dass Sie mich jetzt sofort hier auf der Bühne anrufen. Und die Frage, die ich Ihnen stelle, ist folgende. Wie viele Tore wurden bei der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Fußball-Europameisterschaft 2000 geschossen? Wie viele Tore insgesamt in allen Spielen? Sie müssen das jetzt entweder raten oder schätzen oder alle Treffer zusammenzählen. Ich meine damit auch alle Elfmeter. Mhm. So, und dann rufen Sie mich bitte sofort an. Wir zeigen Ihnen jetzt unsere Telefonnummer. Das ist die 0137 11 011. Und hinten dran hängen Sie bitte als Endziffer die Zahl der Tore, von der Sie meinen, dass die alle während der Euro 2000 geschossen worden sind. Wie oft landete der Ball im Netz? Sie haben 30 Sekunden Zeit, mich jetzt hier anzurufen. Danach ist es vorbei, ja? Also, dann würde ich sagen, ab jetzt gilt die Zeit. Und in der Zwischenzeit zeigen wir Ihnen hier ein paar schöne Tore. Nochmal so eine Erinnerung an ein schönes Fußballerlebnis. Freude bei den einen. Es gab auch ein bisschen weniger Freude bei anderen. Es klingelt.
Es klingelt tatsächlich. Ja, hallo? Hallo, ja. Hier ist Kohl Gingen. Guten Tag, Entschuldigung, nochmal. Ich bin ja völlig perplü hier. Mit wem spreche ich? Heinz Kohl aus Gingen an der Brenz. Herr Kohl? Ja. Und Sie haben vor allen Dingen ja recht, weil sonst hätten Sie mich nicht erreicht. Richtig. Sie haben ja die richtige Telefonnummer gewählt. Sie erreichen mich ja nur, wenn die Zahl der Tore auch wirklich stimmt. So ja. Unglaublich. Jetzt verraten Sie unseren Zuschauern hier mal, wie viele Tore sind bei dieser Weltmeisterschaft gefallen? 85. Stimmt, kann man nicht sagen. 85 Tore. Das möchte ich aber schon gerne ein bisschen genauer wissen. Haben Sie das geraten, geschätzt oder haben Sie es tatsächlich so schnell gewusst? Ich habe das zufällig gewusst. Also zufällig? Weil ich jedes Ergebnis mitgeschrieben habe und dann habe ich die Zahl noch etwa im Kopf gehabt, 85. Weil es, ja, okay, so. Was die Fußballfans doch alles so machen, ne? Richtig. Die rechnen dann mal alles zusammen. Wissen Sie noch irgendwie so ein paar schlaue Sachen? Wie viele Tore haben denn die Deutschen geschossen? Eins. Richtig, eins. Leider nur eins, ja. So, Herr Kohl, auch das war richtig, obwohl das eher zu bedauern ist. Sie dürfen jetzt verreisen. Freuen Sie sich drüber? Ja, sehr. Dann wünschen wir Ihnen alle von hier aus Rostock, eine gute Reise und danke, dass Sie mitgespielt haben. Ich bedanke mich und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Am besten, Sie bleiben noch dran am Telefon. Ja. Ich hoffe, Sie sind noch dran, Herr Kohl. Ich bin noch dran, ja. Ja, bleiben Sie dran, weil wir wollen ja noch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer aufschreiben. Das machen Mitarbeiter von okay. uns, ja? Ja. Also, ich sage Ihnen schon mal Tschüss. Ich sage Ihnen auch Tschüss. So, na, der Kohl war ja gut drauf, ne, der Herr Kohl. So, meine Damen und Herren, wir sollten ja, Sie haben es gerade gehört, ein Tor, das die Deutschen geschossen haben, wir sollten diese Fußball-Europameisterschaft am besten aus unserer Erinnerung streichen. Es kann nur besser werden. Aber apropos erinnern, umso lieber erinnern wir uns an einen Auftritt von Ernst Mosch 1997 bei unserem Frühlingsfest. Niemand konnte damals ahnen, dass dieser sein letzter Fernsehauftritt sein würde. Und ein Jahr nach seinem Tod treten die Original-Egerländer-Musikanten nun wieder auf. Und wir freuen uns, dass Sie sich für diese Premiere eins unserer Feste ausgesucht haben. Hier sind sie, die Original-Egerländer-Musikanten. Thank you.
wie breit das Spektrum volkstümlicher Musik heutzutage ist, das beweisen unsere Künstler in unseren Festen immer wieder. Und das reicht, wie Sie gerade gehört haben, von der traditionellen Egerländer Blasmusik bis hin zum modernen Schlager-Hitmix. Und einen solchen ganz besonderen Schlager-Hitmix made in Kastelruth, den kann ich Ihnen jetzt präsentieren. Ein Ex-Spatz aus Kastelruth, der hat sich nämlich zum Beispiel Hits vom Nockalm-Quintett und von vielen, vielen anderen ausgesucht und er präsentiert sie völlig neu, ganz anders in einer seiner Heimatsprachen. Andreas. Buena, ricordo la pioggia leggera, cadere bagnato una storia che finiva. Neues einfallen lassen und dass sie vor allen Dingen den Mut haben, etwas Neues zu präsentieren. Ja, und ein Künstler bei uns heute in der Show, der hat ja ganz besonders viel Mut mitgebracht, der lässt sich ja heute beim Friseur einen neuen Kurzhaarschnitt verpassen. Ich bin so neugierig. Wollen wir mal gucken gehen? Ja, wir gehen mal gucken. Ja. Voila! Gut! Florian, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, das denke ich mal. Weil er hat immer noch keinen Spiegel, meine Damen und Herren, und das soll auch so bleiben. Sind natürlich schon sehr gemein. Gell? Gerd Meyer, sind Sie zufrieden mit Ihrem das Kunden? Ist ein super Model. Hat er schon geschlagen oder geweint oder wollte er schon aufstehen? Das ganze Haargefecht hier. Noch nicht. Unglaublich, eine Haarprachtlicht hier. Ja. Eigentlich dürften wir dir das auch nicht zeigen. Ja. Du mal doch, das haben wir schon mal. Ne? Hast du schon gesehen, ne? Ein bisschen spielen damit, wenn es geht. Da, die letzte. Oh, mein wunderbar. Gott, was ist denn da wunderbar. Heiland.
So, also das sieht gut aus. Ich glaube, da werfen große Ereignisse ihre Schatten schon voraus. Wir haben keine Probleme, dann können wir wieder gehen. Wir sind sehr friedlicher bei dir. Alles klar. Schön, ich war ja nur so neugierig. Also dann wünschen wir weiterhin viel Spaß, gutes Gelingen. Also, danke viel schön. Glück, Florian. Dankeschön. Wir sind alle bei dir. Okay. So. Apropos Glück. Viel Glück wünschen wir jetzt auch einer Sängerin aus der Schweiz, meine Damen und Herren. Sie hat sich für den heutigen Tag einen ganz besonderen Auftritt gewünscht. So kennen wir sie. Einmal so, einmal so. Ja, und für unser Sommerfest wünschte sie sich einen Auftritt mit einem Sinatra-Klassiker und mit dem deutschen Fernsehballett des MDR. Und die Tänzerinnen und Tänzer erfüllen Monique diesen Wunsch gerne. Start spreading the news. I'm leaving today. Bei Monique. Oi, oi, was für eine Stimme. Oh. Wir sind begeistert. Ja. Monique, ein Jahr wird es jetzt, ne? Ist es her, so schnell vergeht die Zeit, dass du den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hast. Genau. Und du hast damals gleich nach diesem Sieg, hast du deinen Beruf aufgegeben. Hast du die Entscheidung irgendwann mal bereut? Keine einzige Sekunde habe ich mir das bereut, denn es war, als ich noch ganz ein kleines Mädchen war, habe ich immer geträumt, Sängerin zu werden. Später habe ich es zu meinem Hobby gemacht. Ja, und dass es jetzt mein Beruf ist, das ist für mich ein absoluter Traum. Also nicht bereut. Dein Chef wird das nicht freuen, was du jetzt gesagt hast. Gut, dann wollen wir es wissen. Was war denn das schönste Erlebnis oder die schönsten Erlebnisse in diesem ersten Jahr als Sängerin? Also das allerschönste Erlebnis ist ganz klar der Grand Prix gewesen, weil das hat ja mein Leben total verändert. Und ein zweites schönes Erlebnis haben wir ja gemeinsam erlebt. Das war nämlich die Frühlingstournee der Volksmusik, wo ich ja auch dabei sein durfte. Und es war meine allererste Tournee. Und ich muss ehrlich sagen, es hat einen Heidenspaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr viel lernen können von anderen Künstlern, wenn ich sie beobachtet habe, wie sie mit dem Ganzen umgehen, was sie alles so machen. Und ein Riesenvorbild, wo ich in mir habe, ist die Wenke Mühre, wo auch mit dabei war. Das hat's aber schön gesagt. Dank dir.
Und wir hatten auch eine Menge Spaß unterwegs, oder? Spaß hatten wir auch. Und wir gehen ja wieder auf Tournee, die Feste der Volksmusik in diesem Jahr noch. Ist zwar noch eine Weile hin. Und da sind dann Stefanie Hertel dabei, Stefan Mross, Eberhard Hertel, die Wiener Walzerengel, natürlich das Deutsche Fernsehballett des MDR und viele andere. Und ich glaube, wir zeigen Ihnen gerade, meine Damen und Herren, wo wir dann in welchen Städten wann zu Gast sind. Ja, da freuen wir uns drauf, wenn Sie dann uns besuchen kommen. Und jetzt freuen wir uns erstmal drauf auf den Country-Star der Nation. Er hat uns seinen neuen Titel mitgebracht und der heißt Der Wind wird sich bald wieder drehen. Herzlich willkommen, Tom Astor. Wenn das Pech der große Sieger ist, der Strom des Lebens wirft dich weit zurück, und das Glück dich wieder mal vergisst, dann halt durch und denk daran, der Wind wird sich bald wieder drehen. Und dann dreht er dich weit nach vorn. Oh, Leben, sie werden verwehen. Darum geht dich niemals ganz verloren. Geh den Weg, den du für richtig hältst. Steh immer einmal mehr auf, als du fällst. Glaub daran, dass deine Zeit beginnt irgendwo, irgendwann. Der Wind wird sich bald wieder drehen und dann trägt er dich weit nach vorn. Bleiben Sie noch ein bisschen bei mir. Ich weiß ja ganz genau, dass während der Proben an dieser Stelle nie ein Gespräch geplant war, ne? Das ist korrekt, ja. Man hat mir gestern ein Mikrofon angemacht, aber es war kein Interview. Ja, und dann haben Sie einfach gedacht, wir sagen uns mal guten Abend, ne? Genau. Ja. Gut. Haben wir jetzt guten Abend gesagt, genau. Ja, aber das Ganze hat natürlich einen ganz besonderen Sinn. Wir haben noch einen Wunsch an Sie. Wir möchten noch, ja, wir möchten gerne noch einen Titel hören. So als Zugabe jetzt. Haben wir aber gar nicht geprobt. Nee. Auch nicht irgendein Titel, sondern das ist ein ganz besonderer, meine Damen und Herren. Tom Astor hat nämlich einen, man kann ruhig sagen, weltberühmten Country-Hit ganz neu aufgenommen, die Geisterreiter. Ghost Riders, ne? Genau, ja. Ja, und wir wissen auch, dass Sie diesen Titel am allerliebsten mit einem Freund und Kollegen singen. Ja, das ist korrekt, ja. Der kommt wie Sie aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland, aus Arnsberg, ja. Ja, und der ist heute extra wegen dieser Zugabe hierher nach Rostock gekommen. Ja, er ist natürlich auch gekommen, weil er Sie und unsere Zuschauer hier überraschen möchte. Ja. Und Sie werden staunen, wer das ist.
Kammersänger Günther Webel. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Ja, super. Überraschung gelungen, das ist schon mal schön. Die Freude ist groß, aber ihr habt doch Arbeit, ne? Ja, wir müssen jetzt üben. Ja, natürlich, ja. Günther, ich wusste überhaupt nicht, dass du ein heimlicher Country-Sänger bist. Ja, immer schon gewesen, natürlich. Ehrlich? Ja, klar. Mensch, schöne Musik. Dann ist das ja heute für mich was richtig Tolles, dann erlebe ich das wenigstens mal. Und eine Premiere heute Abend, wir beide, gell? Ja. Du hast dich gut angezogen, das finde ich in Ordnung. Sicher. Ihr habt bis zum Ende der Sendung... Ja, klasse, ne? Unglaublich, ja. Er steht dir richtig gut. Naja. Ja. Deiner. Ich sehe dich demnächst nur noch so. Tom, ihr habt bis zum Ende der Sendung Zeit. Meint ihr, ihr kriegt das hin? Das kriegen wir hin. Textnoten habt ihr im Kopf? Okay. Ja, dann gehen wir in okay. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß und wir sehen Sie nach am Ende der Sendung mit dieser Zugabe wieder. Danke. Ja. Tschüss. Da freuen wir uns drauf. Jetzt, meine Damen und Herren, dürfen Sie sich aber erstmal freuen auf den neuesten Hit von DJ Ötzi. Und schon wieder hat er damit die Spitzenplätze der internationalen Hitparaden im Sturm erobert und schon wieder können alle mitsingen. Geh mal Bier trinken. So, Freunde. Heute steht der Tag in Top, mach mal schnell am Boxenstopp. Hab ich einen Durst, mein lieber Mann, muss ich spitzen an der Hand. Der Brot und sonst ging das schon mit. Ich glaub, ich hab einen Sommerhit, ich spüre es seit auf meiner Welt. Drum lass uns jetzt am Moos bestellen. Yeah! Geh mal Bier trinken, bis zum Aufbrechen, Aufbrechen. Und jetzt direkt in Höhe. Geh mal Bier trinken, Bier trinken, bis zum Austrinken, Austrinken. Und wenn's kein Bier mehr haben, dann geh mal wieder heim. Schlag dir die Hände! Zicke, zacke, zicke, zacke! Ah, yeah! Reden wird den Tag so schwer, mach mal Pause, setz dich her, mach ein bisschen meiner Wurst. Willst schon sehen, dann kriegst du durch. Die Aussicht find ich wirklich dulz. Am nächsten Berge von Tirol, dein Dirndl ist so prall gefühlt. Ich brauch ein Bier, das was mir kühlt. Und alle! Geh mal Bier trinken, Bier trinken. Bis zum Aufbrechen, Aufbrechen. Und jetzt die Hände in Höhe. Halt du lauf das super spät. Geh mal Bier trinken, Bier trinken. Bis zum Ausbrechen, Ausbrechen. Moment, Gott, wir mehr haben, dann gehen wir wieder hoch. So, Leute! Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Und wir stehen alle auf, Freunde, wir stehen alle auf jetzt, jawohl! Prost, ihr Säcke! Prost, und alle, Prost, ihr Säcke! Prost, Lala! La 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 la
Uiuiui. Ich glaube, diesen Hit, den werden wir in diesem Sommer in fast allen Urlaubsorten hören. Ja, es sei denn, meine Damen und Herren, Sie träumen von einem Urlaub auf einer ganz fernen Insel. So wie die Damen und Herren vom Deutschen Fernsehballett des MDR. Wir freuen uns jetzt auf den Auftritt des Volksmusikkünstlers mit den meisten Auftritten überhaupt in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Er spielt jetzt für uns absolut live den Wunschkonzertklassiker aus der Oper Nabucco, Stefan Ross. Thank you.
Stefan war schon ein Star, als er bei unserem allerersten Sommerfest vor 6 Jahren aufgetreten ist. Andere Künstler, die waren bei ihren Auftritten in unserer Sendung nicht bekannt, völlig unbekannt und wurden später erst populär oder gar zu Stars. Denken Sie zum Beispiel an unsere Volksmusikspatzen, die gab es noch gar nicht vorher. Oder denken Sie an den kleinen Michael Junior. Bei uns in der Sendung stand er zum ersten Mal als Solist vor einer Fernsehkamera. Oder denken Sie an die Wikinger. Kuschel dich in meine Arme, sonst den letzten Tanz mit mir. In unserem Winterfest im Februar hatten Sie Ihren allerersten Auftritt hier in Deutschland. Und inzwischen sind Sie eine der erfolgreichsten Schlagerbands. Und Ihr neuer Titel Blue Hawaii, der gehört auch schon wieder zu den meistgespielten deutschsprachigen Schlagern im Hörfunk. Wir freuen uns über diesen schwedischen Erfolg hier in Deutschland mit den Wikingern. Jetzt gern mit dir allein an einem weißen Strand. Wir tanzen Hula Hula jede Nacht im heißen Sand. Wir packen ein paar Sachen, buntes Hemd und kurzes Kleid. Schließ die Augen, träum mit mir, das Glück ist gar nicht weit. Komm mit mir nach Blue Hawaii. Liebe Strand und Sonnenschein. Blue Hawaii, deine Wiesen noch für uns sein. Hand in Hand, barfußlos im Sand. Honeymoon im Himmelblau, du und ich auf Blue Hawaii. Klang und roter Wein, die Sterne schauen uns zu. Sie machen uns den Nacht zum Tag, doch der hellste Stern bist du. Der Traum wird nie zu Ende gehen, denn ich bin in dich verliebt. Und ich möchte dir nur sagen, ein Glück, dass es dich gibt. Komm mit mir nach Blue Hawaii, liebe Strand. Blue Hawaii, deine Sonne für uns sei. Hand in Hand, barfuß durch den Sand. Honeymoon im Himmelblau, du und ich auf Blue Hawaii. Waren das, meine Damen und Herren. In Skandinavien sind sie schon seit 25 Jahren Stars. Bei uns sind sie jetzt seit ein paar Monaten auch Stars und vielleicht werden ja die 6 Jungs, die ich Ihnen jetzt präsentieren kann, in kurzer Zeit auch Stars sein hier bei uns. Herzlich willkommen! Hallo alle miteinander. Hallo. Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich bestimmt. In unserer letzten Sendung haben wir einen richtigen Aufruf gestartet. Wir suchten nämlich Mitglieder für die allererste Volksmusik-Boygroup. Und schauen Sie mal an, diese 6 jungen Männer sind aus vielen, vielen Bewerbern ausgewählt worden für diese Boygroup. Und dazu können wir an dieser Stelle erstmal sagen, Glückwunsch. Danke.
Heute Abend präsentiert er euch zum allerersten Mal. Ja, jetzt wollen wir gerne wissen, wie heißt er denn jetzt? Also wir sind die Alpin AG. Die Alpin AG. Was müssen wir uns denn unter diesem Namen vorstellen? Gut, das Alpin, das steht ganz einfach für Volksmusik. Und das AG steht für das neue, moderne Internetzeitalter. Und das Ganze ist eine Verbindung zwischen Volks- und Popmusik. Ah ja. Gibt es noch was, was euch unterscheidet? Ich sage jetzt mal von anderen Volksmusik-Interpreten, zum Beispiel, nehmen wir auch eine Wildecker Herzbuben. Ja, Carmen, das ist, glaube ich, ganz einfach. Obwohl wir in der Gruppe zu sechs sind, sind wir trotzdem gleich schwer wie die Wildecker Herzbuben zu zweit. Na gut, sind wir jetzt gespannt auf euren allerersten Auftritt. Wer von euch ist nicht aufgeregt? Er ist schon losgegangen, ne? Wer ist nicht aufgeregt? Oh, schweigen. Also ich muss sagen, wir verstehen das auch, denn die gibt es ja erst seit 7 Wochen. Ihr hattet 7 Wochen Zeit, das ist nicht viel. Wir drücken euch ganz doll die Daumen. Da geht's lang, da ist euer Auftritt. Meine Damen und Herren, beim Sommerfest also jetzt die Premiere für die erste Volksmusik-Boygroup, die Alpin AG. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, wenn du zärtlich rumlockst. Und dein Blick ist der Beweis, dass du mir wirklich magst. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis. Tausend Höhenmeter sind so wie ein kurzer Sprung, wenn du in meiner Nähe bist. Liebe braucht die ganze Kraft, aber wir sind jung. Noch nie hast du mich so geküsst. Yeah, yeah, der Liebe enttäuscht uns, der wird immer bleiben. Am Berg ist alles anders. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, wenn du zärtlich rumlaufst. Und dein Blick ist der Beweis, dass du mir wirklich magst. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, immer wenn wir uns berühren. Und auf Feuer brennt so heiß, wenn wir die Liebe spüren. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis. Besser als am Gipfel droben kann's gar nirgends sein. Und du denkst Gott sei Dank wie ich. Aha, vieles wär halbes doch, denn so ganz allein find man heut den Himmel nicht. Yeah, yeah, ich brauch dich, wie's Wasser, die Sonne und den Regen. Gletscher schmilzt das Eis, wenn du zärtlich rumlaufst. Und ein Blick ist der Beweis, dass du mir wirklich magst. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, immer wenn wir uns berühren. Und auf Feuer brennt so heiß, wenn wir die Liebe spüren. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, wenn du zärtlich rumlaufst. Und ein Blick ist der Beweis, dass du mir wirklich magst. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, immer wenn wir uns berühren. Und der Feuer brennt so heiß, wenn wir die Liebe spüren. Auf dem Gletscher schmilzt das Eis, wenn du zärtlich rumlangst. Und ein Blick ist der zur Premiere der Alpin AG. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr irgendwann mal Verstärkung braucht, dann kann ich euch diesen jungen Mann nur als 7. Alpin AG-Mitglied empfehlen. Er sieht nämlich jetzt genauso cool aus wie ihr. Bis vor einer Stunde, meine Damen und Herren, sah er noch so aus.
Schauen Sie, dieses gewinnende Lächeln, diese langen blonden Haare. Und jetzt. Jetzt sieht er so aus. Florian Silbereisen. Yeah. Yeah. Hallo. Das ist er. So. Ein Dankeschön. Schaut uns. Er ist aufgeregt. Ja, total. Ja. Schau dir diese Reaktion an ja. Und hör die Reaktion. Dankeschön. Figaro. So, jetzt müssen wir ihn ja erstmal fragen. Dankeschön, danke. Ich glaube, du brauchst gar keinen Spiegel, das reicht. Eieiei. Florian? So, ja. Und, wie geht's dir so? Wie findest du dich? Mir geht's ganz gut, nur ich habe mich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ha, das wollten wir schon noch mal hören. Und wir haben sogar den Monitor umgedreht, damit du auch wirklich nichts siehst. Herr Mayer, wir wollten ja bei diesem ersten Blick in den Spiegel gerne alle dabei sein, ja? Jetzt aber geil. So, dann darf ich jetzt mal um den Spiegel bitten. Jetzt geht's los, also. So, mein Florian, Gott. Jetzt kommt die Überraschung. Mein Gott, du. Haha, total cool. Total cool, echt. Super, danke dir. Echt heiß. Das ist super, total schätzig. Der Meister. Wow. Doch klasse. Ach, klasse. Schaut gut toll. Aus, ja. Super. Also wir sind begeistert. Deine Reaktion müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr erklären. Nein, du warst das war echt ganz, glücklich ganz gerade. Ja. Wirklich, ja? Ich muss sagen, er war wirklich, wirklich, er hat gesagt, okay, mach's, ich möchte nur gescheit ausschauen. Ja. Und denke, und wir aus Bayern, muss sagen, die kurze Differenz zwischen Passau und Schliersee. Das ist also nicht so weit gewesen. Immer in Zukunft willkommen im Laden in München. Gell? Dankeschön, ja. Wir haben na, eine das neue... Danke. Unglaublich, ne? Oh. Also, es sieht ein Schirm, ja. Ja, es schaut toll aus. Echt. Ja. Super. Es schaut echt ganz fett. Toll, jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Reaktion. Ich glaube, ja, ich die Mama ist zu Hause. Die ist glücklich. Die keine ist Ahnung. Glücklich. Schade, dass er heute nicht da ist. Schade. Jetzt möchte man natürlich wissen, wie haben die Freunde dann reagiert oder wie reagiert das Publikum? Ich glaube, du hast morgen schon wieder einen Auftritt. Morgen, ja. Da erkennen die dich gar, die lassen dich gar nicht rein. Die lassen ja, gut, rein. Dass sie deine Sendung alle gesehen haben. Oder wie reagieren die Mädels? Ja, Also, ja, das möchten wir gerne wissen. Und zwar schlage ich dir vor, wir sehen uns ja am 19. August bei unserem Wunschfest. Alles klar. Und dann erzählst du uns mal von deinen Erlebnissen als neuer Florian. Alles, von vorn bis hinten. Verabredet? Okay, gut. Danke. Super, danke. So, bleibt ruhig noch ein bisschen da. Wir bedanken uns bei Gerhard Mayer. Okay. Das ist toll. Ja, und vielleicht sind Sie, meine Damen und Herren, dann auch dabei am 19. August bei unserem Wunschfest, 20.15 Uhr, wie immer. Wir sind dann auf Rügen und wir machen dort mit vielen Stars, zum Beispiel mit dem Chef von den Kastelruther Spatzen, mit Norbert Rier, Urlaub und wir erfüllen dann auch noch Ihre Wünsche. Einen Wunsch erfüllen wir jetzt schon, das heißt, den erfüllt Mary Rose. Sie wird mit Ihnen verreisen, einmal um die Welt, zumindest musikalisch. Wir tanzen Samba bis der Morgen erwacht und genießen die Nacht unter den Sternen im Zelt. Einmal um die Welt, mit dir im Traumschiff um die ganze Welt. Alle Sorgen sind für immer vorbei, endlich sind wir ganz frei, weil nur die Liebe zählt. Ich träum schon lange von Sonne und Meer, Palmen am schneeweißen Strand. Es ist viel zu lange her und ich sehne mich so sehr nach warmem Sommerwind. Wir gehen auf die Reise nach Süden, um tropische Länder zu sehen. Wir lassen den Stress und die Sorge zu Haus, um das Leben ganz neu zu verstehen. Das wäre schön. Einfach bleiben, wo es uns gefällt. Wir tanzen Samba, bis der Morgen erwacht und genießen die Nacht unterm Sternenzelt. Einmal um die Welt, mit dir Traumschiff um die ganze Welt. Alle Sorgen sind für immer vorbei, endlich sind wir ganz frei, weil du die Liebe zählt. Cocktails auf Fals an der Bar. Kein Gedanke an zu Haus,
endlich sind wir da mal raus und leben unseren Traum. Wir stehen uns die Zeit, um zu leben. Die Sonne lädt uns dazu ein. Dann lieben wir uns, bis der Morgen beginnt. Und sieh zu, wie die Zeit so verrinnt im Abendwind. Einmal um die Welt, einfach bleiben, wo es uns gefällt. Wir tanzen Samba, bis der Morgen erwacht und genießen die Nacht unterm Sternenzelt. Einmal um die Welt, mit dir im Traumschiff um die ganze Welt. Alle Sorgen sind für immer vorbei, endlich sind wir ganz frei, weil du die Liebe zählst. Alle Sorgen sind für immer vorbei, endlich sind wir ganz frei, weil du die Liebe zählst. Um die Welt. Das ist nicht nur der neueste Titel von Mary Rose, sondern Einmal um die Welt könnte auch das Motto ihrer Karriere sein. Denn seit 1963 hat sie ja zum Beispiel Deutschland immer wieder bei internationalen Schlager- und Chansonwettbewerben vertreten. Aber wussten Sie, dass sie nicht nur in Deutschland sich einen Namen gemacht hat, sondern auch in Frankreich? Dort nennt man sie übrigens Marie Rose. Ja, und obwohl sie zu Beginn ihrer französischen Karriere kein Wort Französisch gesprochen hat, hat sie akzentfrei Französisch gesungen. Shows in vielen, vielen Ländern aufgetreten. Aber wussten Sie, dass sie der einzige deutsche Stargast in der amerikanischen Muppet Show gewesen ist? Und wussten Sie, dass sie der einzige deutsche Star war, der im legendären Pariser Olympia in einer Show aufgetreten ist? Kein anderer deutscher Künstler durfte auf dieser großen Bühne der größten Stars, der größten französischen Stars in einem Programm auftreten. Diese Ehre wurde nur Deutschlands internationalster Schlagersängerin zuteil. Meine Damen und Herren, Mary Rose. Seit man gern in Paris und es klingt ja so süß, wenn sich's um Liebe dreht. C'est si bon, das tut ja so gut, sind die Herzen in Glut, jeder sofort versteht. Wenn wir zwei unseren Küssen berauschen, halt dich still, um den Worten zu lauschen.
de guider dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ce petit sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes bras. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich ihn vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit ihm in ein Café und ich erfuhr, er heißt René. Wenn ich an diese Stunden denk, dann singe ich nur Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Un soleil sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez en Champs-Élysées. Divertis, schön, Milo, wenn du auch von mir gehst. Ich hab dich lieb, Milo. Des MDR und vielen Dank, Mary Rose. So. Mary, schöner, herzlicher, warmer Applaus. Wunderbar. Wunderbar. Du hast jetzt, so gut, okay. Mary, in Frankreich, wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen, über deine Zeit in Frankreich, da bist du ja nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin bekannt, ne? Ich habe ein Musical dort gespielt, die weibliche Hauptrolle in Un enfant dans la ville, ja, mit Michel Figuin. Wir haben uns mal heimlich einen Ausschnitt besorgt. Okay. Ja, den wollen wir dir jetzt mal zeigen. Schau mal, genau. Den habe ich noch nie gesehen. Weißt du das? Den habe ich noch gesehen? Nie gesehen. Siehst du, dann weißt du, warum du heute hier bist. Avec Marie Ross. Ach, das ist ja schön, dass ihr... Er singt über eine Frau, die immer, die sich nicht beeilen kann. Wie das so ist im Leben. Wir Frauen brauchen ein bisschen länger, ne? Ja. Richtig. Und du hast es gerade gesagt,
Der männliche Hauptdarsteller, das war Michel Fugain. In Frankreich einer der größten Stars, ne? Ja. Und ein gemeinsamer Kollege von ihm und von dir, mit dem ihr beide zusammen gearbeitet habt, der ist heute hierher gekommen. Der sitzt im Publikum, der hat dir die ganze Zeit zugeschaut, der wollte sich natürlich diesen Auftritt von dir nicht entgehen lassen. Das ist Roger Candy. Wo ist er? Wo ist er? Da, da. Einmal aufstehen. Einmal. Da ist er. So, wenn du willst, dann hin. Hallo, Maria. So, eine Wiedersehensfreude. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, Marie. Das ist toll. Da hatte ich alle Fotos gemacht. Das ist die ursprüngliche Schallplatte. Bis bald. Ist wunderbar, ne? Er hat dir diesen Gruß von... Komm wieder her, sonst sehen wir dich so schlecht. Kann ich dir was erzählen dazu? Wenn du mir es gibst. Man hat mich gefragt, ob ich Französisch kann. Damals habe ich gesagt, nein. Haben sie gesagt, macht nichts, komm trotzdem. Und dann habe ich mir alles in Phonetik aufgeschrieben, also in phonetischer Schrift. Und ich habe dieses ganze Musical eigentlich nur immer so mit dem Fußtritt gemacht. Ja? Immer wenn mein Partner mich getreten hat, wusste ich, jetzt musste ich wieder was sagen. Ich kann Ihnen sagen, das ist aufregender als hier zu sein. Ja, weil... Aber ich bin Steinbock, ich sag immer erstmal ja. Das ist künstlerisch, meine ich, also privat nicht. Also, Sie verstehen, ja? Ich wollte es gerade sagen. So, das ist also ein Gruß für dich von Michel Fugain. Und vielleicht singt er ja irgendwann mal wieder zusammen, ihr zwei. Doch, würde ich gerne. Dann sagst du uns Bescheid. Oh ja. Gut. Wir haben ja heute schon in dieser Sendung zwei Sänger zusammengeführt, ne? Die Cowboys, Günther Wewel und Tom Astor. Es war in einer Regennacht, Wind durch die Prärie. Die Cowboys saßen dicht gedrängt, nur Whisky wärmte sie. Ja, Kerle sind es hart und zäh, für sie gilt Colt und Faust. Und Sturm und Wind und Wolkenbruch sind über sie gebraust. Yippie-yi-yi, yippie-yi-yo. Da tritt der Teufel in den Kreis und winkt dem einen zu. Der wendet sich verzweifelt um und sucht beim Himmel Ruhe. Zu den Sternen will er flüchten, zur Sonne will er fliehen. Doch alle Sterne werden blind, die Sonne will verglühen. The riders passed on by him, he heard one call his name. If you wanna save your soul from hell, ride it on orange. Then coward, change your ways today, oh, with us you'll be right. Find against the devil's head, across his endless skies.
Ja, wir danken uns bei Günther Webel und bei Tom Astor für diese spontane Zugabe. Und jetzt, liebe Zuschauer, jetzt sind wir gespannt, wie spontan unsere Zuschauer sind. Sie erinnern sich ja, ne? Zu Beginn unserer Sendung hatte ich Sie aufgefordert, Sie, unsere Zuschauer zu Hause, packen Sie Ihre Koffer, suchen Sie Ihren Reisepass. Und mit ein bisschen Glück können Sie heute Abend einen Traumurlaub gewinnen. Zugegeben, es war ja nicht viel Zeit zum Überlegen und viel Zeit zum Kofferpacken hatten sie auch nicht. Es blieb auch nicht viel Zeit für Verabschiedungen und Vorbereitungen jeglicher Art. Und deshalb bin ich sehr neugierig, ob irgendjemand sich getraut hat, so spontan in Urlaub zu fahren. Also jetzt will ich es wissen. Tatsache! Herzlich willkommen! Stellen Sie ruhig das Gepäck ab. Bestimmt schwer. Ja, ein paar spontane Zuschauer haben wir schon. Sind Sie alle aus Rostock? Ja. Rostock? Huch Gott. Sonst wäre es ja in der... Fall ich noch über der Tasche. So wäre es in der kurzen Zeit ja auch nicht möglich gewesen. Ja, Sie haben alle einen Koffer dabei. Wie lange haben Sie den Koffer gepackt? Reingeschmissen, weg. Ehrlich? Ja. Viel haben Sie aber auch nicht mit, ne? Ich habe alles mit. Was haben Sie zum Beispiel eingepackt? Nicht mal Socken, die wasche ich unterwegs. Bei den Damen sieht es schon ein bisschen mehr aus. Wir können nicht auf so viel verzichten, ne? Wie lange haben Sie gepackt ungefähr? Viertelstunde. Viertelstunde. Und was ist jetzt hier alles drin? Ja, alles, was man braucht. Unterwäsche, ja. Badesachen, Handtücher, alles, was man braucht. Vor allen Dingen für warmes Wetter, ne? Ja. So, und wer versorgt zu Hause, ich sag mal, die Grünpflanzen oder Hund, Katze, wenn vorhanden, oder die anderen daheimgebliebenen? Ja, Mutti und Vati. Das ist alles organisiert? Ja, natürlich. Ja? Gut. Und Sie wollen wirklich auch alle jetzt verreisen? Ja, den einen wird es jetzt treffen, ne? Gut. Und Sie haben auch nichts vergessen? Nicht zu Hause irgendwie Freund, Freundin, Ehefrau auf dem Sofa sitzen lassen? Nö. Alles in Ordnung. Gut. So, da Sie ja nun mehrere sind, ermittelt das Ganze unsere Glücksfee. Francine Jordi. Was hast denn du hier für einen Koffer? Das ist mein Koffer und ich habe gerade 4 Tage frei und da habe ich gedacht, da mache ich doch auch mit, oder? Das kannst du total vergessen. Ja, warum denn? Weil Mitarbeiter und Mitwirkende in dieser Sendung leider an diesem Spiel nicht teilnehmen können. Du musst dir deinen Urlaub schon anders erarbeiten. Achso, gut. Achso, ne? Aber du hilfst uns trotzdem. Ja. Jetzt will ich noch wissen, wer gehört zu wem? Sie beide gehören zusammen? Sie beide gehören zusammen? Er ist alleine, soll ich damit? Ja. Oder? Jawohl. War leider gut. Aber das besprecht ihr bitte nachher hinten. Okay. Ja, okay. So, jetzt kommt ein ganz spannender Moment. So. Oh, Francine, du nimmst das in deine schönen Hände. Ja, das reicht, das reicht. Gut. Wir haben Namen draufstehen. So, für welches entscheidest du dich? Sind ja so viele, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Du möchtest nochmal. Okay, jetzt wird es ganz spannend. Okay, soll ich das? Ja, du liest vor. Das kann ich ja gar nicht lesen. Aber ich kann das lesen. Okay, also. Soll ich das sagen? Ja. Christoph Wulff. Herzlichen Glückwunsch, Christoph.
Hallo. Da können wir nur sagen, wir wünschen eine gute Reise. Aber erstmal gratulieren. Ja, wir wünschen eine gute Reise den beiden. Und jetzt muss ich Ihnen was ganz Schönes, nee, darf ich Ihnen was ganz Schönes sagen? Wir haben noch eine Reise. Ganz spontan haben wir eine bekommen. Otto Brennecke, das ist ein Hotelbesitzer. Er hat die Sendung gesehen, sie hat ihm so gut gefallen und er hat spontan bei uns angerufen vor einiger Zeit und hat uns eine Reise für zwei Personen, eine Woche mit Halbpension nach Tottnauberg im Südschwarzwald, wenn er viel Badesachen mit hat, naja, im Südschwarzwald ins Hotel Sonnenalm angeboten. Und ja, da brauchen wir jetzt einen zweiten Sieger. Die nehmen wir doch glatt, die Reise, oder? Die nehmen wir glatt, ne? Ja. So, dann müsstest du... Nehme ich noch ein. Dann nehmen wir... Genau. Ja, aber misch sie noch mal. Misch die zwei bitte noch mal. Komm. Moment, oh, kannst du mit der Hand mischen. Ach so. Ja, schmeiß einfach durcheinander. So, hin und her. Wir nehmen den. So, nehmen wir den. So. Wer fährt nach Tottnauberg im Südschwarzwald? Da würde ich auch mitkommen. Da kommt so. Aber nee, ist nie. Stefanie, Kuhn oder Kühn? Die Damen abgeräumt. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch. Mensch, was machen wir denn mit Ihnen? Ich fahre mit dem Fahrrad. Sie fahren mit dem Fahrrad? Ja. Einmal durch Rostock? In Ordnung. Darf sie da auch mit? Ich gehe hinten drauf. Sie hat gesagt, sie setzt sich hinten drauf aufs Fahrrad. Einverstanden? Alles klar. Alles klar. Gut, da werden wir das nachher auch noch verabreden. So, ich wünsche euch viel Spaß auf hoher See. Euch wünsche ich ganz viel Spaß im Südschwarzwald. Ihnen wünsche ich auch viel Spaß zu Hause. Und viel Spaß beim Koffer auspacken. Es war ja nicht so viel drin, alles ne? Klar. Vielen Dank. Okay, wir bedanken uns auch. So, meine Damen und Herren. Dann kann ich mich jetzt eigentlich auch nur noch bei Ihnen bedanken, und zwar fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder, wie schon gesagt, am 19. August um 20.15 Uhr bei unserem Wunschfest. Und unser Herbstfest, das ist dann am 7. Oktober. Da melden wir uns live aus der Bördelandhalle in Magdeburg wieder mit vielen Stars, mit vielen Hits und mit jeder Menge Überraschungen. Für heute wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub. Und wenn Sie verreisen, eine gute Reise. Also, bis bald, auf Wiedersehen, Dankeschön und tschüss. Alters kann man nicht mit ins Gefühl.